Darth Vader sprachlos. Mit James Earl Jones geht eine der großen genialen Stimmen Hollywoods, ein wunderbarer Schauspieler, der Mufasa, dem Vater von Simba in König der Löwen im Original und im Remake seine Stimme lieh, der uns in Der Prinz aus Zamunda zum Lachen brachte und natürlich die Stimme von Darth Vader war. I like Star Wars too. James Earl Jones ist eine Legende und mit ihm starb ein weiterer Teil des klassischen Star Wars. Das ist unfassbar traurig, aber stellt auch Disney vor große Probleme. Denn sie denken natürlich geschäftlich, wie soll es mit dem Franchise weitergehen ohne seine Stars? Das beleuchten wir heute im Spotlight. James Earl Jones is one of the greatest actors in American history. Now, James Earl Jones was Darth Vader. It's like that great speech that James Earl Jones made in Field of Dreams. Hello, sir. Come here, boy, when I talk to you. Straighten up, goddammit. You have failed me for the last time, Admiral. Oh Mann, das ist so traurig. James Earl Jones war eine der ersten Stimmen, die mich beeindruckt haben, als ich anfing, Filme im Original zu gucken. Ja, absolut. Er ist immerhin stolze 93 Jahre alt geworden und hatte tatsächlich eine sehr lange und auch sehr erfolgreiche Karriere. Seine Stimme war ja schon in den 90er Jahren so bekannt, dass die Simpsons ihn damals zitierten als Mufasa, als Darth Vader und als Station ID von CNN. This is CNN. Everything the light touches is our kingdom. No, I am your father. Er war die sonore Stimme, die wir im Ohr hatten für überlebensgroße Figuren, egal ob gute oder böse Charaktere. Aber er war eben auch ein sehr guter Schauspieler. Kaum zu glauben, dass er als Kind und als Jugendlicher gestottert hat. Sein Training, das zu überwinden, beeinflusste ganz sicher auch seine wohlbetonte und ziemlich epische Art zu sprechen. Und er war so viel mehr als nur eine Stimme. Die meisten in Deutschland kennen ihn vermutlich auch als der König in Der Prinz aus Zamunda, also in beiden Filmen. Aber er war schon lange vorher im Geschäft. Sein Debüt lieferte er in einer kleinen Rolle als Pilot in Kubricks Dr. Seltsam. 1970 wurde er sogar für den Oscar nominiert für seine Rolle in The Great White Hope. In Conan mit Schwarzenegger war er der unheimliche Tulsa Doom. Doom! Ja, genau. Und in Feld der Träume spielte er den Schriftsteller Terrence Mann, mit dem sich Kevin Costner auf die Reise macht. He will most definitely come. In den Jack Ryan-Filmen mit Harrison Ford spielte er dessen Boss, Admiral Greer. Er hatte Gastrollen in fast allen wichtigen Sitcoms der letzten 30 Jahre und er war der Erzähler in unendlich vielen Dokumentationen, in Werbespots und in Animationsfilmen. Plus, er hatte eine große Karriere im Theater. Seit den 1950er Jahren bis 2017 stand er auf der Bühne und begeisterte auch dort die Zuschauer. Er war also deutlich mehr als nur die Stimme von Darth Vader. Aber Darth Vader wäre ohne seine Stimme nichts gewesen. Das hat selbst George Lucas zugegeben. Denn auch wenn der leider ebenfalls schon verstorbene David Prowse, der vom Bodybuilding kam, die Rolle physisch gut spielte. Und ja, ich finde, das sollte man auch nicht unterschätzen, wie wichtig die Körpersprache ist für eine Figur. Es gibt genug Beispiele für Vader-Performances, die jetzt nicht so gelungen sind. Aber ohne die ikonische Stimme wäre Vader niemals so eindrucksvoll. Prowse war natürlich geknickt, als er damals nachträglich erfuhr, dass Lucas seine Stimme ersetzte. Aber wenn wir die Aufnahmen vom Set hören, wo Vader mit fetten Bristol West Country Akzent spricht, dann ist es verständlich, dass er durch die sonore, ehrfurchteinflößende Stimme von Jones ersetzt wurde. Imperial Senate on a diplomatic... You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Und er wurde auch die Konstante von Vader. Auch wenn diverse Stuntmen ihn spielten, kaum jemand kennt Andrew Nelson, Daniel Neporos, Dmitri Pistevsky, Spencer Wielding, also die anderen Leute, die auch mal im Kostüm steckten, aber jeder weiß, dass James Earl Jones Darth Vader war. Ja, aber auch die Stimme wurde doch ab und zu gefaked, oder? Ja, Scott Lawrence, David Ankrum und Matt Sloan waren die häufigsten Stimmen in den animierten Serien und den Videospielen. Da wollte sich Disney James Earl Jones wohl auf Dauer nicht leisten. Außer für die paar Szenen in Rebels, da wurde er aus PR-Gründen wieder verpflichtet. Denn natürlich weiß auch Disney, er war die Stimme. Wohl einer der Gründe, warum sie Jones schon für die Serie Kenobi quasi ersetzt haben, ohne ihn zu ersetzen. Bitte, wie das denn? Ich dachte, es hieß, er würde Vader dort sprechen. Ja und nein. Er war damals schon 91 Jahre alt und wollte langsam kürzer treten und stimmte deswegen zu, dass die Firma ReSpeecher seine bisherigen Aufnahmen als Vader nehmen darf, um einen Voice-Clone zu erstellen, der dann benutzt wurde, um die Figur in der Serie zu sprechen. Die ReSpeecher-Stimme wurde also noch zu Lebzeiten mit Jones Zustimmung und kreativem Feedback erstellt. ReSpeecher hatte zuvor schon Luke eine junge Stimme verpasst für seine Auftritte in The Mandalorian. Ja, aber beides klang auch irgendwie merkwürdig. Ähnlich, aber doch etwas komisch.
Ja, das ist leider das Problem, das wir in Zukunft immer öfter haben werden. AI-Stimmklone sind zwar sehr ähnlich, wenn sie aufwendig trainiert wurden, erreichen aber dennoch nicht die Dynamik und Authentizität der Originale. Jones echte Stimme wird ersetzt, auch für zukünftige Auftritte von Vader, aber eigentlich bleibt sie unersetzlich. Na, das Problem hat Disney ja ständig. Jones ist ja nicht der erste Star Wars Star, der gestorben ist oder zu alt war, die Rolle zu spielen. Der digitale junge Luke war ja auch immer noch etwas Uncanny Valley. Tatsächlich gibt es auch nur einen Charakter, der nie ersetzt wurde bisher, und das ist unser Mystery-Rätsel diesmal. Oh, ich dachte, es gibt keines. Vader ist es wohl schon mal nicht. Nein, on-screen ist Vader vermutlich noch am einfachsten zu ersetzen. Hayden Christensen, der Anakin spielt, hat Vader ja auch in Kenobi verkörpert, aber die meiste Zeit steckt nicht er, sondern Stunt-Leute im Kostüm, denn Christensen ist nur 1,83, während David Prowse als Vader stolze 1,98 groß war. Aber solange das Kostüm stimmt, lässt sich das irgendwie überspielen. Chewbacca wohl auch nicht. In Solo und der Sequel-Trilogie war ja auch nicht mehr Peter Mayhew im Kostüm. Ja, zumindest die meiste Zeit nicht. Sie hatten ihn noch im Set, aber die meiste Zeit war Jonas Watamo als Chewie und andere Wookies zu sehen. Aber das fiel kaum auf. Ratet mal mit, wer es sein könnte. Deutlich aufgefallen war ein Wechsel schon bei Boba Fett. Der wurde in Episode 5 und 6 ja von Jeremy Bullock gespielt, der damals 35 bzw. 38 Jahre alt war. Temuera Morrison, der die Figur im Book of Boba Fett spielte, war 61, als die Serie gedreht wurde, und wirkt auch so, was die ganze Figur sehr lethargisch macht irgendwie. Morrison hatte Jango Fett zuvor in den Prequels gespielt und Boba mehrfach gesprochen in den animierten Serien, wirkt aber dennoch etwas zu alt für die Rolle. Nach allem, was wir ahnen können, war Boba Fett ja eigentlich nur ein paar Stunden, höchstens 1 bis 2 Tage in der Sarlacc-Grube. Sarlacc-Tage zählen wie Hundejahre? So in der Art. Und noch schwieriger ist es mit Figuren wie Leia. Schon als Carrie Fisher noch lebte, wollten Lucasfilm und Disney ja unbedingt bekannte Figuren für Rogue One haben, weil niemand Jin und Andor kannte. Deswegen wurden ja 2 Monate vor Filmstart noch Darth Vaders Kampfszenen am Ende eingefügt, die jetzt für die Story nicht so wirklich viel Sinn macht, aber halt cool aussieht. Und Leia eben, die die Pläne hält. Ja gut, dass sie vorkommt, ist schon essentiell. Immerhin fängt mit ihr die ganze Star Wars Saga an, wie sie die Pläne in R2-D2 speichert. Ja, aber Carrie Fisher war eben schon 60 zu der Zeit und sah nicht mehr wie die junge 19-jährige Leia aus, was dazu führte, dass sie die norwegische Schauspielerin Ingvild Dala angeheuert haben, auf deren Gesicht dann eine digitale Version der jungen Prinzessin Leia gebastelt wurde. Ja, was so mittelüberzeugend aussah. Ja, das war noch lange bevor Deepfake-Technologie ein Ding war. Das wurde quasi noch von Hand gemacht mit einer digitalen Replika von Fischers Gesicht, das ihrem Look von 1977 nachempfunden war. So wurde auch Peter Cushings Gesicht für die Szene mit Grand Moff Tarkin kreiert. Der Schauspieler Guy Henry spielte die Szene und sein Gesicht wurde dann ebenfalls durch eine digitale Maske von Tarkin ersetzt. Auch das sah irgendwie uncanny aus, also halb realistisch und doch irgendwie fake. Diese Technik wurde bis zum ersten Auftritt des jungen Luke in Mandalorian benutzt. Erst danach begann Lucasfilm dann AI-unterstützte Deepfake-Technik einzusetzen, wie für Book of Boba Fetts Luke-Auftritte. Die junge Leia in Episode 9 war aber, glaube ich, noch per Hand gemacht aus alten Aufnahmen, weil sie nicht deepfaken wurden. Und aber natürlich der junge Harrison Ford im ersten Akt von Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Mark Hamill und Ford hatten allerdings zumindest noch ihren Anteil an diesen Versionen, im Gegensatz zu Carrie Fisher und Peter Cushing. Ja, ob wir das jetzt mögen oder nicht, zumindest hat Mark Hamill seine Zustimmung gegeben und Ford hat Indy ja sogar selbst gespielt in den Szenen, die dann per AI de-aged wurden. Carrie Fisher hat ihrer jungen Version in Rogue One noch zugestimmt, aber bei Episode 9 war sie ja leider verstorben und die Macher mussten irgendwie mit Restmaterial und ein paar gefakten Momenten die Storyline von Leia retten, aber auch da gab es die Zustimmung ihrer Tochter Lourdes. Schwieriger ist das mit Peter Cushing. Disney behauptet, sie hätten die Zustimmung von Peter Cushings Erben, die aber mittlerweile auch nicht mehr leben und bei denen halt auch zweifelhaft ist, wie die mit ihm verbunden waren. Cushings Frau starb ja schon 1971, er hat nie wieder geheiratet und hatte keine Kinder, also auch keine Enkel, also keine direkte enge Verwandtschaft. Was wohl auch einer der Gründe ist, warum Disney seit 2019 einen Rechtsstreit am Hacken hat von Tyburn Film Productions und Cushings engen Freund Kevin Francis. Der behauptet, er wisse, dass Peter Cushing schon 1993
1997, also ein Jahr vor seinem Tod, festgelegt habe, dass sein Aussehen nicht ohne seine explizite Zustimmung imitiert werden dürfe. Der Grund war damals eine geplante TV-Serie über Horrorlegenden, die dann aber nicht zustande kam. Aber Cushing habe Francis quasi zum Bewacher seines Vermächtnisses gemacht, dass ihm niemand nachahmen darf. Aber damals gab es ja noch gar kein Deepfake. Nein, aber auch damals wurde schon diskutiert, ob CGI irgendwann Schauspieler ersetzen könnte. Und solche Dispute sind ja nicht neu. Schon Ende der 80er Jahre verklagte Crispin Glover die Macher von Zurück in die Zukunft 2. Er hatte ja in Teil 1 Marty's Dad gespielt und wollte für Teil 2 mehr Geld haben und auch ein bisschen mehr kreativen Einfluss aufs Drehbuch. Aber das Studio fand seine Forderung übertrieben und reduzierte die Rolle und ließ ihn von einem Double spielen, dem sie eine Latexmaske aufsetzte, die auf Glovers Gesichtsabdruck aus Teil 1 basierte. Das war also schon relativ eindeutig, dass man da vortäuschen würde, dass er dabei war. Das Thema war sehr aktuell, auch Anfang 1993, auch gerade, weil der Schauspieler Brandon Lee gerade beim Dreh zu The Crow bei einem tragischen Unfall ums Leben kam und die Produktion sich damals entschied, ihn mit Hilfe digitaler Tricks und Doubles zu ersetzen für den restlichen Film. Sowas wollte Cushing wohl vermeiden. Und Disney sieht das anders, vermutlich. Ja, sie argumentieren wie Universal, ihnen gehören alle Rechte am Aussehen der Darsteller, wie sie damals im Film aussehen, und wollen den Fall einfach seit 2019 abweisen lassen. Aber ein Richter hat die Klage jetzt diese Woche zugelassen, auch wenn er sich unsicher ist, wer im Recht sei. Was sehr an den Zurück-in-die-Zukunft-Prozess erinnert, auch damals hatte Universal gesagt, die Klage solle nicht zugelassen werden, weil sie ja nur die Figur weitererzählen, die ihnen gehört. Dem hat der Richter damals auch nicht zugestimmt und die Klage zugelassen, aber ehe es dann zu einer Grundsatzentscheidung kam, hat sich Universal mit Glover außergerichtlich geeinigt und ihm eine sechsstellige Summe gezahlt. Wohl auch, weil sie Angst hatten vor einem Prozess, der die Zukunft der Rechtsprechung dann beeinflussen könnte. Der neue Prozess um Cushings Rechte könnte wegweisend sein, denn wenn Disney den gewinnt, sind Stars quasi frei wild und können nach Belieben imitiert werden. Und die Mittel dazu werden ja eben dank AI-Technik immer besser. Und gerade bei Franchise-Figuren, die die Studios am liebsten in alle Ewigkeit benutzen möchten, wird dieses Thema sicher sehr, sehr heiß umkämpft werden. Zac Efron hat ja während des Streiks im vergangenen Jahr explizit dafür gekämpft, dass Studios eben keine Generalrechte am Aussehen von Stars und Komparsen bekommen und immer um Zustimmung gebeten werden müssen. Ich habe einen Tipp für das Mystery-Rätsel. Imperator Palpatine, das war ja immer Ian McDermott. Nein, also jein, aber der ist auch nicht gemeint. Er hat tatsächlich schon in Rückkehr der Jedi-Ritter Palpatine gespielt. Damals war er gerade Ende 30 und wurde auf alt geschminkt. Und er hat ihn dann wieder gespielt in den Prequels, in Jünger und in Episode 9. Allerdings war der erste Auftritt von Palpatine in Das Imperium schlägt zurück. Und dort spielte die Rolle die damals 78-jährige Marjorie Eaton, die als Palpatine zurechtgemacht wurde. Und sie wurde synchronisiert von Clive Reville. Natürlich hatte er keine weibliche Stimme. 2004 hat Lucas die Szene allerdings ersetzen lassen im DVD-Release des Films. Seitdem ist auch dort Ian McDermott zu sehen. Also hast du so halb recht, aber ja, ratet einfach nochmal weiter. Die Studios wollen also alle Figuren auf ewig verwenden und kämpfen jetzt darum, dass sie das dürfen. Und die Rechte sind vermutlich lange nicht so klar wie bei James Earl Jones als Vaders Stimme. Ja, Jones hat ja explizit zugestimmt und solange Lucasfilm den Vertrag mit Reese Beecher einhält, dürfen sie Vaders Stimme nutzen, wie sie wollen. Anders sieht das allerdings mit anderen Figuren aus, denn wie wir leider tragischerweise erfahren haben, sind ja einige weitere tolle Schauspieler vorausgegangen, für die Lucasfilm eigentlich noch weitere Geschichten geplant hatte. Carl Weathers war zum Beispiel ja als Greef Karga, also der ehemalige Anführer der Kopfgeldjäger-Gilde, ein sehr wichtiger Teil von The Mandalorian. Ohne seine Figur gäbe es ja eigentlich keinen Mando und Grogu, weil die sich nie getroffen hätten. Und es war spannend, weil er immer so eine Art Frenemy für Mando war. Carl Weathers hat ja sogar Regie geführt bei einigen Episoden. Und es war klar, dass er seine Rolle im kommenden Kinofilm gehabt hätte. Er hat Mando am Ende von Staffel 3 ja den reparierten IG-11 bzw. IG-12 geschenkt. Er hat den Mandalorianern am Ende auch quasi neues Land geschenkt, auf dem sie leben können. Eine neue Heimat, nachdem sie ihm halfen, gegen Gorian Shar zu kämpfen. Da wäre also ganz sicher noch was gekommen mit ihm. Jetzt müssen sie die Figur entweder rausschreiben, nachdem Weathers starb, ihn oft sterben lassen oder halt umbesetzen. Oder ihn digital klonen. Die Option besteht, aber wäre natürlich kostspielig und vermutlich ist es einfacher, ihn rauszuschreiben, selbst wenn seine Kinder und seine Frau einem digitalen Klon-Grief zustimmen würden, was auch eh, finde ich, eine bittere Situation ist. Ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn der Vater oder Ehemann stirbt und
Ein paar Tage oder eine Woche später stehen dann plötzlich Disneys Anwälte vor der Tür und fragen dich, ob du die Bild- und Stimmrechte abtreten willst, damit sie ihn zukünftig weiter nutzen können und du zukünftig dann immer creepige digitale Doubles von jemandem siehst, den du geliebt hast und den du wahrscheinlich immer noch vermisst. Ja, ist ja auch nochmal was anderes als bei Prinzessin Leia. Da wusste ihre Tochter ja, es war, um ihrer Mutter quasi einen Abschied zu geben aus der Serie. Genau, aber für Carl Weathers Figur war ja eindeutig noch viel Story geplant und noch schwieriger wird das für Ray Stevensons Figur Baylan Skull, wie ich fand, eine der interessantesten Figuren aus Ahsoka, deren erste Staffel ja mit einem Cliffhanger endete, der ankündigte, dass für Baylan, einen abtrünnigen Jedi, der die Order 66 überlebt hat und der dann zum Dark Jedi Söldner wurde und sich von Mirgan Elsbeth einspannen ließ, um Thrawn zu finden, dass für ihn noch einiges geplant war. Zuletzt sahen wir ihn ja vor den Statuen der Mortis-Götter auf Peridea, also eine Storyline aus der Clone Wars Serie, und das suggerierte, dass Baylan einen Ausgleich zwischen der Light und der Dark Side sucht. Also mal wieder so Balance of the Force und sowas. Ja, das wird schwierig ohne Ray Stevenson. Er war aber auch echt gut in der Rolle. Ja, generell guter Mann. Nicht nur in Star Wars. Er hat ja auch schon in Clone Wars Gar Saxon gesprochen. Er war zuletzt auch im großartigen RRR, der böse Governor Scott Buxton. Und er hat größere Rollen gehabt in Shows wie Dexter, Das Boot, Vikings, Rome. Also ein wirklich toller Character-Actor, der mit 58 viel zu früh starb. Und da muss Lucas sich echt was einfallen lassen, denn Season 2 von Ahsoka ist ja beschlossen, aber beim momentanen Stand von geklonten Darstellerfiguren weiß ich nicht, ob irgendjemand wirklich einen digitalen Baylan sehen will und ob seine Familie dem dann auch zustimmt. Gespräche mit Disney gab es aber vermutlich ziemlich sicher. Na, neu besetzen ist aber auch schwierig. Das ging ja mit Solo richtig in die Hose. Ja, das ist das große Dilemma. Mit dem Solo-Film mit Alden Ehrenreich haben sie ja versucht, eine der legendären Hauptfiguren der Original-Trilogy neu zu besetzen, und wäre der Film ein Hit gewesen, hätten wir jetzt sicher einen Ehrenreich als neuen Solo, so wie Ewan McGregor immer Obi-Wan Kenobi spielte, dessen Rolle er in den 90s vom verstorbenen Alec Guinness übernommen hat. Damals klappte das, niemand kam auf die Idee, Guinness' Gesicht zu faken, aber mit Ehrenreich ging das ziemlich in die Hose. Ja, vermutlich aber auch, weil er einfach nicht der richtige Schauspieler für die Rolle war. Ihm fehlte Harrison Fords Charme und Roughness. Donald Glover als junger Lando Calrissian kam ja auch deutlich besser an. Stimmt, wobei Lando aber auch immer eine kleinere Rolle war und Donald Glover schon vorher sehr beliebt war aus Community und auch als Musiker mit seinem alter Ego Childish Gambino. Er wirkt einfach wie der perfekte Lando, der den Charme von Billy Dee Williams, vom jungen Billy Dee Williams, channelt. Deswegen wird er jetzt auch geplant, eine neue Serie mit ihm zu machen, aber die Zeiten haben sich schon geändert. Zuschauer tun sich mit Recastings heute deutlich schwerer. Nach dem Flop von Solo traut sich Disney ja auch nicht mehr, den jungen Indiana Jones in Indie 5 von einem anderen Darsteller spielen zu lassen, obwohl das in Teil 3 damals noch kein Thema war. Damals spielte River Phoenix Teenie Indy und Sean Patrick Flannery und Corey Cahill spielten ihn in der TV-Serie aus den 90s. Das ging. Damals wurde das irgendwie hingenommen. Heute ist es wichtiger, Member Berries und Nostalgie zu triggern, und das klappt eben nur mit den Originalgesichtern. Selbst wenn die mit AI generiert sind. Ja, selbst wenn die nicht echt sind. Es wird sehr spannend für die Zukunft, wie dieser Kampf ausgeht und ob wir irgendwann vielleicht nur noch digitale Doubles aller Figuren in Serien sehen. Dass sie Harrison Ford den Jungen neu erschaffen können, ist ja seit Indie 5 klar. Also vielleicht gibt es ja doch noch einen Auftritt in einer der kommenden Serien. Hamels Luke ist ebenfalls schon klar gemacht, und auch wenn Billy Dee Williams wohl gerne nochmal als er selbst Lando spielen wird, gibt es für ihn in der Serie wahrscheinlich nur einen Gastauftritt, vielleicht in einer Rahmenhandlung. Aber was ist denn jetzt mit unserem Mystery-Darsteller? Welcher wurde denn jetzt noch nie ersetzt? Ach ja, diesmal war es, glaube ich, eigentlich ziemlich einfach. Das ist natürlich Anthony Daniels bzw. C-3PO. Obwohl sein Gesicht ja nie zu sehen war, ist er der Schauspieler, der immer darauf bestanden hat, die Figur selbst zu spielen oder zu sprechen. Er versteht die Figur als seine Figur und hat sie deswegen selbst im Holiday Special, in der Droid-Zeichentrickserie, in Clone Wars und der Rebels-Serie, im Lego-Movie, in der Muppet Show, im Star Tours Ride in Disneyland, in allen Live-Action-Filmen und natürlich in unzähligen Werbeauftritten gespielt. Außer in ein paar Games war er immer der offizielle C-3PO und steht auch darauf, dass er unersetzlich ist. Ja, das erzählt er auch bei jeder Star Wars Celebration. Ja, selbst bei Ahsoka war er bei seinem Cameo wieder im Kostüm, und das mit 77. Das heißt, die Figur würde mit Anthony Daniels sterben? Hoffen wir ja mal, dass er noch lange lebt, aber ja, er hat immer darauf bestanden, dass seine Performance C-3PO seinen Charakter gibt, den niemand imitieren kann. Andererseits sehe ich auch nicht, dass Disney so einfach auf eine der beliebtesten Figuren verzichten würde, wenn er einmal nicht mehr ist, und bei der Figur haben sie ja zumindest am Aussehen
Aussehen alle Rechte. Das heißt, jeder ist ersetzbar, solange seine Figur profitabel ist? Für die Zukunft muss das nicht nur die Stars betreffen. Schon jetzt ist AI-Musik ein großes Thema, auch von Prozessen. Theoretisch ist es ja möglich, eine AI zum Beispiel mit allen John Williams-Kompositionen, die er je für Star Wars erschaffen hat, zu trainieren und ihr dann zu sagen, hier ist der nächste Film, schreibt einen Score, der genau wie John Williams klingt. Dafür haben wir Ludwig Göransson. Immerhin noch ein Mensch. Aber wenn endlich die AI Star Wars Musik kommt, dann sind wir alle wirklich doomed. 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 You're doomed. Wir hoffen, wir bleiben wie C3PO noch lange authentisch echte Flips für euch und dafür brauchen wir natürlich dringend euren Support, denn nur dann können wir so episch lange Deep Dives wie den hier abliefern oder die über 30 Minuten lange Analyse von Tim Burtons Aufstieg und Fall neulich und natürlich die spannenden Bonusvideos, die es nur für unsere Patreon-Supporter gibt, wie die dunklen Seiten von Burtons Kollegen neulich. Holt euch diesen Bonus, indem ihr Flips unterstützt. Dazu gibt es dann auch noch Podcasts, Namensnennungen, Discord-Hangouts und natürlich Shirts und Mugs in den höheren Stufen. Also werdet Flipsies auf Patreon oder lasst uns doch einmalig ein kleines Trinkgeld per PayPal zukommen, damit wir weitermachen können. Die Links dafür sind in der Beschreibung. Danke dafür. Was denkt ihr, was soll Star Wars machen, wenn Darsteller sterben? Sagt es uns in den Kommentaren. Und danke an alle diese coolen Leute hier, die uns schon supporten. Ihr seid die Besten. Ohne euch gäbe es keinen Flips. Und jetzt noch viel Spaß hier mit diesem Video.